Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Vor einigen Tagen haben wir uns über unlogische Attackentypen unterhalten. Solltet ihr das Video noch nicht gesehen haben, habe ich euch das oben in den Infokarten selbstverständlich noch einmal verlinkt. Bekanntermaßen war diese Liste noch nicht ganz vollendet und deswegen geht es heute weiter mit noch mehr unlogischen Attackentypen. Bevor wir allerdings starten, habe ich noch eine ganz kurze Ankündigung in eigener Sache. Das erste Mal nach fast 12 Jahren Lennificate gibt es nämlich einen festen Uploadplan. Jeden Mittwoch und jeden Samstag, 17 Uhr, ein neues Video auf diesem Kanal hier. Und für all jene, die sich für Pokémon-Karten und Giveaways interessieren, checkt vielleicht mal meinen Instagram-Account. Und unseren neuen Partner Poke 4 in der Videobeschreibung. Fangen wir heute da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich bin nämlich auf eine Attacke gestoßen, die mich komplett aus dem Leben getriggert hat. Wirklich, bei der ist von vorne bis hinten alles falsch. Und dabei wirkt sie so unscheinbar. Doppelhieb. Doppelhieb klingt erstmal nach dem absolut most Standardangriff überhaupt. Als könnte jedes kleine normalsterbliche Baby-Pokémon dir einfach zweimal ins Gesicht patschen und gut ist. Im Englischen heißt diese Attacke Dual Chop. Klingt schon mal ein bisschen kräftiger, ein bisschen kampfmäßiger. Aber natürlich ist Doppelhieb auch keine Kampfattacke. Doppelhieb ist nämlich ein Drachenangriff. Ja, natürlich. Das ist auch das Erste, woran ich gedacht habe, als ich das gehört habe. Aber was mich am allermeisten fertig macht, ist, dass Doppelhieb einfach durch und durch eine Rip-Off-Attacke von Duplex-Hieb ist. Digga, das ist das Drachen-Duplex-Hieb. Duplex-Hieb. Diese kleine, pupsnormale, stinklangweilige Kackattacke, mit der mir jedes Pipi auf den Senkel geht. Ja, das will ich ja sehen. So ein kleines Feen-Pipi gegen einen riesengroßen Drachen und die klatschen sich gegenseitig mit ihren Duplex- und Doppelhieben ins Gesicht. Und dem Pipi kann das total egal sein, weil es ihn einfach nicht trifft, weil es ein Feentyp ist. Wir leben in einer Simulation. Und das ist ja immer noch nicht alles, denn wenn wir uns die Beschreibung von Doppelhieb einmal näher ansehen, so steht da beschrieben, wie die Drachen-Pokémon mit ihren massiven Extremitäten zweimal links und rechts dir um die Ohren pfeffern. Gut, an der Stelle möchte ich einmal kurz festhalten, dass das hier eine Sammlung von Pokémon ist, die Drachenhieb ebenso erlernen können. Eine Drachenattacke, bei der es darum geht, mit riesigen massiven Extremitäten links und rechts wem um die Ohren zu pfeffern. Ich meine, ich habe ja nichts gegen eine Drachenattacke, bei der vor dem geistigen Auge ein riesiges Loch Ness-artiges Monster aus dem Wasser hüpft und eine ganze Stadt mit seinem riesigen Schweif in Einzelteile zersägt. Aber dann nennt sie bitte auch dementsprechend episch und gebt ihr nicht eine langweiligere Version des Namens Duplex-Hieb. Ich möchte euch einmal daran erinnern, dass das dasselbe Team ist, das sich so Attackennamen wie Hydro-Pumpe oder Fauna-Statue oder Aurora-Strahl oder Super-Mega-Düper-Über-Mega-Volt in deine Steinsfresse Attacke ausgedacht hat. Und dann kommen die mit Doppelhieb, Alter. Statt sowas wie Drachenpeitsche oder Krakenklinge oder Eldritch Blast straight up aus der Hölle in dein Gesicht, yo. Doppelhieb, ey. Da ist mir der Doppelhieb von Level Up derzeit lieber. Links gibt's einmal 20% mit meinem Code Lenny5 und rechts gibt's einen ganzen Sixer Eistee gratis ab einem Bestellwert von 39 Euro. Ich weiß, dass du es willst. Ich lese es in deinen Gedanken. Ich habe nämlich Willenleser eingesetzt. Willenleser ist so die Psycho-Attacke, bei der ich mich frage, warum es die nicht schon seit der ersten Generation gibt. Gedankenlesen ist so neben Hypnose das most psychomäßige Ding, das mir als allererstes einfallen würde, wenn ich darüber nachdenke, eine Psychoattacke erfinden zu müssen. Immerhin war es bei der zweiten Generation soweit und der Psychotyp bekam endlich das, was er verdient hat. Warte, nein, das muss ein Fehler sein. Ich meine, komm schon, wie normal ist es bitte, die Gedanken eines anderen Pokémon zu lesen? Sich mit einer Attacke in die Mentalität eines anderen Pokémon hineinzuversetzen, um den nächstfolgenden Angriff in jedem Fall erfolgreich werden zu lassen. Nein, nein, Game Freak, das ist nicht wahr. Ihr habt das most psychomäßigste, was man machen kann, als normal eingestuft? Ja, klar, absolut verständlich. Mache ich auch jeden Tag. Ich lese auch jeden Tag, jede Sekunde. Jetzt, gerade in diesem Augenblick, lese ich eure Gedanken durch den Bildschirm. Ich weiß ganz genau, dass auch du gerade den Drang danach hast, nachzugoogeln, ob das wirklich stimmt, was ich hier erzähle. Aber ja, Willenleser ist eine Normalattacke. Als nächstes wollen die mir erzählen, dass es vollkommen normal ist, Geister zu beschwören, Kontakt ins Totenreich aufzunehmen mit einem Ouija-Board. Nein, 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 nein! Das geht zu weit. Nee, nein, das geht zu weit!
Beschwörung? Wirklich? Ihr erfindet in der ersten Generation zwei Typen, die mit Psychologie und mit paranormalen Dingen zu tun haben. Und dann gebt ihr einer Attacke namens Beschwörung nicht den Geisttypen? Eine Attacke, bei der es buchstäblich darum geht, etwas heraufzubeschwören, was einen 5 Runden lang schützen soll? Einen motherfreaking Schutzgeist? Schutzgeist! Sondern ihr gebt ihm den Typ normal. Normal. Wir haben ja nicht genug Normaltypen. Aber nicht nur das, Leute. Es gibt buchstäblich ein einziges Pokémon vom Geisttypen, das Beschwörung erlernen kann. Eins! Und das ist Traummagier. Kein Gengar, kein Skilabra, kein Giratina, kein Tromborg. Aber Hauptsache, goddamn Libiscus kann Beschwörung erlernen. Alles klar, Freunde. Alleine bei der Beschreibung von Beschwörungen nicht auf die Idee zu kommen, dem einen Geisttypen zu geben, ist eine Kunst. Ich wäre nicht dazu in der Lage gewesen, das zu vergessen. Und dann auf die bescheuerte Idee zu kommen, Myrapla, Libiscus und dem Wissenschafts-NPC aus jeder Anfangsstadt Beschwörung beibringen lassen zu können, ist nochmal more mindblowing. Boah, mich trifft der Schlag. Ich kann nicht mehr. Ach so, ganz kurz, falls es zwischendurch immer so ein dröhnendes Geräusch irgendwie geben sollte. Meine Nachbarn sanieren seit gefühlt 3 Monaten ihre Wohnung. Und schon geil, jeden Morgen um 8 Uhr vom Schlagbohrer geweckt zu werden, so. Und ich meine, Pokémon ist man sicher von einem Schlagbohrer. Wobei ich auch nicht so ganz sicher bin, ob Game Freak wirklich weiß, was ein Schlagbohrer wirklich ist, beziehungsweise wofür er hauptsächlich zumindest verwendet wird. Ich bin ganz ehrlich mit euch, würde ich morgens in das Game Freak Büro reinkommen, mich an meinen Platz setzen, jemand kommt zur Tür rein und sagt, ey, wir wollen eine Attacke namens Schlagbohrer, denkt ihr was aus? Dann würde ich mir denken, Schlagbohrer ist ein Werkzeug? Besteht aus hauptsächlich Stahl, könnte man eine Stahlattacke draus machen. Allerdings benutzt man Schlagbohrer hauptsächlich für harte Steinwände, also könnte es genauso gut auch eine Gesteinsattacke sein. Ja, aber Werkzeugfreak dachte sich so, man kann einen Schlagbohrer auch für den Boden benutzen. Ja, Game Freak, man kann einen Schlagbohrer auch für den Boden benutzen. Aber wisst ihr, aus was der Boden dann hauptsächlich gemacht ist, wenn man einen Schlagbohrer benutzen muss? Richtig, aus Stein! Man kann mit einem Küchenmesser auch Unkraut rupfen, trotzdem würde ich nicht sagen, Küchenmesser ist vom Pflanzentyp. Ich kann mit Doppelhieb auch ein Wasser-Pokémon besiegen, trotzdem ist Doppelhieb keine Wassertypen-Attacke. Und überhaupt, was ist denn das eigentlich mit euch mit Gesteinstypen? Ich meine, ich finde Boden und Gestein auch redundant. Aber ihr habt euch das jetzt selber eingebrockt. Also benutzt ihn bitte auch und gebt nicht eine Attacke wie Rock Smash den Kampftypen oder eine Attacke wie Steinschädel den goddamn Normaltypen. Oh, ich hasse dich, Normaltyp. Ich hasse dich. Steinschädel, Bro. Wirklich? Wir haben Kopfnuss, wir haben Schädelwumme, da musste Steinschädel ganz, ganz dringend natürlich auch noch den Normaltypen bekommen, oder? Wobei man hier wieder sagen muss, das hat die deutsche Übersetzung verkackt, weil die es wieder irgendwie special gebraucht haben. Steinschädel ist nämlich der Spezialangriff von Bisofunk und eigentlich heißt er im Englischen einfach nur Headcharge. Da ist kein Stein drin in Deutschland, was ist mit euch? Boah, und überhaupt, Deutschland, was geht mit eurem Wetter, Alter? Eine schmetternde Sonnenwalze folgt auf die nächste. Ja, schmetternde Sonnenwalze. Das sind so Namen, die hätte ich mir gewünscht für Doppelhieb. Da merkst du noch so richtig das brennende Feuer und die sengende Hitze dieser Attacke. Dieser Stahlattacke. Und hier habt ihr in Game Freak den großen Folgefehler, dem Repräsentanten der Sonne den Stahltypen zu geben. Es ist mir auch absolut egal, mit welcher noch so wissenschaftlich eventuell logischen Erklärung ihr mir jetzt um die Ecke kommen mögt. Dass Solgaleo keinen Feuertypen trägt, halte ich für einen Skandal. Und spätestens seine Spezialattacke, die das Wort Sonne beinhält und so aussieht, hätte den Feuertypen verdient. Aber nein, sie musste den Stahltypen tragen. Denn da kommt ja auch das Wort Walze drin vor. Und so eine Walze ist bekanntermaßen ja, nicht immer, aber manchmal aus Stahl. Deswegen ist Walzer nämlich auch vom Stahl. Nee, ist ein Steintyp. Nein, hör auf. Lass es sein. Es reicht. Ihr habt versagt. Und eine Attacke, die buchstäblich die Sonne auf das gegnerische Pokémon niederschmettern lässt, einen Stahltypen gegeben.
Aber gut, ich muss dazu sagen, Spezialattacken habe ich in diesem Video hier berücksichtigt. Es gab einige, bei denen ich mir gedacht habe, so... Aber wenn es Spezialattacken sind, dann haben die nun einmal den Typen des Pokémon, dessen Spezialattacke das nun einmal ist. Außer bei einem Pokémon. Und jetzt, Game Freak, wird's richtig witzig. Rückblickend darauf, dass ihr es schon als normal erachtet habt, Geister zu beschwören oder Gedanken zu lesen, kommt das jetzt richtig peinlich. Es geht um die Attacke T-Time. T-Time ist eine Normalattacke. Genau. Und wenn man das so hört, dann ist da ja eigentlich auch erstmal nichts bei. Eine Teeparty. Ist doch normal. Macht man doch auch einfach mal so. Aber es ist ja nicht nur irgendeine Teeparty. Und es ist auch nicht nur irgendeine Attacke. T-Time zwingt das gegnerische Pokémon dazu, seine Beere zu konsumieren. Und versteht mich nicht falsch. Ich will jetzt hier nicht den Pflanzentypen dafür deklarieren, weil es um eine Beere geht. Aber T-Time ist die Spezialattacke von Mortipot. Und an welcher Stelle trägt Mortipot seinen Normaltypen, hä? Richtig, an gar keiner! Verstehe ich das richtig, Game Freak? Ihr gebt einem Geister-Pokémon eine Spezialattacke, die das gegnerische Pokémon auf welche gruselige, grausame Art und Weise auch immer dazu nötigt, seine Beere zu verzehren. Und gebt der Spezialattacke eines Geister-Pokémon wirklich den Normaltypen? Wirklich? Ey, ich hab euch so viel durchgehen lassen, Game Freak. Das Fangeisen eine Pflanzenattacke ist, weil es von Galarflunstick die Spezialattacke ist. Das brennender Zorn eine Undichtattacke ist, obwohl es buchstäblich beschrieben wird, dass dieser Zorn in eine feurige Aura umgewandelt wird. Ich hab das alles ignoriert. Ich hab das alles runtergeschluckt. Sogar bei der schmetternden Sonnenwalze hätte ich noch gesagt, so, okay, kann man drüber streiten. Aber T-Time, das ist eine Frechheit. Das ist dreist, Game Freak. Das ist... Ich weiß nicht, was das ist. Normal? Nee. Niemals im Leben. So, Freunde, ich mache mir jetzt ein Beruhigungstee. In der Zwischenzeit schreibt ihr Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Und auf dem Weg dorthin macht ihr nochmal ganz kurz Stopp an meiner Videobeschreibung. Dort gibt es nämlich noch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken und zu meinen Partnern. Checkt außerdem unseren neuen Partner Pokefiert aus, wenn ihr günstig an Pokémon-Karten kommen wollt. Das war's von mir. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.